Einen wunderschönen guten Abend zu unserer heutigen Session Bible Study. Es geht um das vierte Buch Mose und ich kann schon sagen, im Vergleich zum dritten Buch Mose ist da viel mehr Action angesagt. Wir werden das heute mal unter 14 Themen uns diesem Buch nähern. Und ich bin mir sicher, dass man, wenn wir diese 14 Themen bearbeitet haben, dass jeder Einzelne eine viel bessere Vorstellung von diesem Buch hat, was es inhaltlich hat, was es theologisch bedeutet und so weiter. Ich möchte etwas sagen zu dem Namen des Buches, zum Verfasser, eine Grobgliederung, zentrale Themen dieses Buches, was so die literarische Eigenart dieses Buches ist, auch welche verschiedenen Zeitspannen behandelt werden, ganz unterschiedlicher Zeitspann innerhalb des vierten Buches Moses. Und wir werden einige Schlüsselbegriffe sehen, den Schlüsselvers oder einen möglichen Schlüsselvers. Auch das vierte Buch Mose enthält eine gewisse Lehre über Christus, mindestens an zwei Stellen. Und dann gibt es in diesem Buch zwei ganz wichtige geschichtliche Wendepunkte. Der eigentlich sehr tragische Wendepunkt ist in der Geschichte Israels. Auch will ich was sagen zur geistlichen Atmosphäre vom vierten Buch Mose. Wieso das die Gefühlslage ist in diesem Buch. Dann werden in diesem Buch verschiedene Kämpfe und Kriege Israels erzählt und beschrieben. Dann haben wir ständiges Auflehnen Israels gegen Gott. Einmal heißt es, 10-mal hat sich Israel aufgelehnt gegen Gott. Das werden wir uns anschauen. Dann gibt es eine ganz besondere Figur, diesen Bileam, ein Wahrsager und auch ein Prophet Gottes aus Bet-Peor. Und der von Mesopotamien herangeführt wird, um Israel zu verfluchen. Aber er konnte es dann nicht. Eine sehr interessante Geschichte, die wir da noch lesen. Und dann will ich noch kurz das Inhaltsverzeichnis noch nachreichen. Also wir haben da einiges vor, aber einige dieser Punkte gehen sehr schnell, wie wir sehen werden, andere sind ein bisschen ausführlicher. Der Name des Buches. In der lateinischen Bibel heißt das Buch, das vierte Buch Mose, Numeri, das heißt Zahlen. Auch die Septuaginta, die griechische Übersetzung des Alten Testaments, nennt sie so, nämlich Arithmoi, heißt auch Zahlen. Und das hat damit hängt das zusammen, dass Zahlen in diesem Buch eine sehr große Rolle spielen. Also auch Gott ist sehr interessiert an Zahlen. Auch wenn du vielleicht mit Mathematik nicht viel anfangen kannst, aber in der Bibel kommen einige, viele Zahlen vor. In der hebräischen Bibel wird das Buch Bemidbar genannt, das heißt in der Wüste. Und das ist das vierte Wort des Buches, was inhaltlich auch Aufschluss gibt über den Inhalt des Buches, weil es geht ja um die Wüstenwanderung. Und das Hebräische beginnt damit, Vayedabar, Yahweh, Le Moshe und dann Bemidbar, in der Wüste. Und so ist das für die Juden Bemidbar, der Titel für das vierte Buch Mose. Die Rabbinen, die sind da etwas korrekter noch, die nehmen nämlich grundsätzlich das erste Wort, was vorkommt in einem Buch und nennen es danach. Deswegen heißt das erste Buch Mose Bereshit, im Anfang. Und das dritte Mose fängt dann an mit Vayedaber und er sprach. Ja, also, aber vom Inhalt her ist die Sache mit den Zahlen ganz interessant. Und wir sehen, dass die Zahlen an verschiedenen Stellen in diesem Buch eine Rolle spielen. Wir haben zum Beispiel die Musterung der Stämme Israels. Und zwar am Anfang des Buches, wo sie noch am Sinai sind, so etwa ein Jahr und zwei Monate nach dem Auszug aus Ägypten. Und dann finden wir noch weiter hinten in Kapitel 26 eine erneute Zählung der wehrfähigen Israeliten, die sogenannte zweite Zählung. Und das ist dann die dann auch in das Land Kanaan einziehen, die Einzugsgeneration. Das ist dann über 38 Jahre später. Es ist interessant, ich habe hier mal geordnet, einmal nach der Größe der Stämme und auch zu sehen, welche Stämme eigentlich abgenommen haben und welche wir haben zugenommen in der, zwischen diesen zwei Zählungen. Liegen da 38 Jahre dazwischen. Also Jude hat leicht zugenommen von 74.600 auf 76.500, auch Dan hat leicht zugenommen. Issachar hat über 10.000 Leute zugenommen, Sebulon auch etwas zugenommen, Asser auch sehr kräftig zugenommen auf 53.000 und Manasse hat wahnsinnig kräftig zugenommen, 20.000 Leute mehr, also 40% mehr als bei der ersten Zählung. Das ist ein erstaunliches Wachstum bei Manasse. Ist auch besonders viel Fruchtbarkeit verheißen worden. Auch Benjamin hat zugenommen um 10.000,
von 35.400 auf 45.600. Also 7 der 12 Stämme haben ein Wachstum erlebt, zahlenmäßig, im Blick auf die wehrfähigen Männer. Aber 5 Stämme haben auch abgenommen und einige davon auch sehr drastisch. Naphtali von 53.000 auf 45.000 abgenommen. Ruben etwas abgenommen von 46.000 auf 43.000. Gad von 46.000 auf rund 40.000. Und Ephraim von 40.000 auf 32.000 abgenommen. Und Simeon hat die krasseste Abnahme. Von 59.300 waren es 38 Jahre später nur noch 22.200 wehrfähige Männer. Ein zweiter Aspekt, wo Zahlen eine Rolle spielen, ist, dass Gott eine Lagerordnung vorschreibt, wie die Stämme, die so gemustert worden sind, sich lagern sollen, wenn Israel in der Wüste Lager bezieht. Und zwar in der Mitte die Stiftshütte, und die wird praktisch geschützt durch die 12 Stämme, die außenrum gelagert werden. Und in jeder Himmelsrichtung werden 3 Stämme angeordnet von Gott, und ein Stamm bekommt die Führungsposition in diesem Heerlager. Das Heerlager im Osten wird von Juda angeführt, hat noch Issachar und Sebulon, und das sind dann 186.400 Mann. Dann im Norden ist Dan als Führungsstamm und Asher und Naphtali zusammen 157.000 Mann. Dann im Süden ist Ruben mit Simeon und Gad 151.450 Mann. Und im Westen ist Ephraim, Manasse und Benjamin das kleinste Heerlager, diese 3 Stämme, mit 108.100 Mann. Gott hat dann auch genau angeordnet, wie die losziehen sollen, in welcher Reihenfolge und welche Priestergruppen dann dazwischen sich eingruppieren sollen und beschützt werden von diesem Heerlager. Also, aber diese Zahlen spielen eine Rolle. Insgesamt sind das über 603.000 wehrfähige Israeliten. Auch die Leviten werden gemustert, aber da gibt es ein anderes Kriterium. Die werden gemustert, alles was männlich ist und älter als einen Monat. Und dann gibt es eine zweite Liste zu den Leviten, wo alle Leviten erfasst sind, die zwischen 20 und 50 Jahre alt sind. Das ist nämlich die Dienstzeit der Leviten. Immer zwischen 20 und 50 Jahren mussten sie dienen und dann sind sie quasi in Rente gegangen. Und die Leviten haben praktisch der Stamm Levi hatte 3 große Vaterhäuser dann, oder Söhne, aus denen dann Unterstämme entstanden sind, die Gersoniter, die Kahatiter und die Merariter, nach den Söhnen Levis, Gershon, Kahat und Merari sind diese benannt. Und alle Männlichen über einen Monat waren bei den Gersoniten 7.500, aber nur 2.630 davon waren im dienstfähigen Alter. Bei den Kahatitern 8.300, und da haben die meisten Bibelübersetzungen 8.600, das ist wahrscheinlich ein Schreibfehler, da fehlt nur ein Buchstabe, der ist vergessen worden wahrscheinlich, und so wurde aus 300 600. Also im Hebräischen ist es ein Buchstabe, der da wegfällt, dann wird aus 300 600. Und das finden wir dann noch in L, also in der luzenischen Bearbeitung der Septuaginta. Da finden wir das. Was in Qumran-Texten dazu steht, weiß ich im Moment nicht, muss ich noch klären. Aber dadurch stimmt auch dann die Endzahl, dass es dann am Schluss 22.000 werden. Und von diesen 8.300, was wohl die richtige Lesart hier ist, sind 2.750 im dienstfähigen Alter. Die Merariter, der Stamm war offensichtlich etwas überaltert im Vergleich zu den anderen Stämmen, weil da eine wesentlich höhere Quote von Leuten im dienstfähigen Alter. 3.200 sind im dienstfähigen Alter von nur 6.200 insgesamt. Das heißt, von den 22.000 Leviten, die nicht zum Heer eingezogen wurden, weil sie ja Gott speziell dienten, sie waren da vom Heeresdienst ausgenommen, von denen waren 8.580 abgestellt für den Dienst, um die Geräte der Stiftshütte und die ganzen Materialien und so auch zu transportieren und so weiter. Also auch hier spielen Zahlen eine wichtige Rolle. Auch die Opfergaben der 12 Stammesfürsten in Kapitel 7, da spielen Zahlen eine große Rolle. Und es ist interessant, wie da diese Spenden peinlich genau aufgelistet werden, was da diese Stammesfürsten wirklich spenden. Das war sehr
reichhaltig und geht sicherlich in die Größenordnung 50.000 bis 100.000 Euro in der Größenordnung, schätze ich mal so. Die 12 Stämme sollten insgesamt 6 Planwagen für den Transport der Teile der Stiftshütte spenden. Und diese Planwagen, diese 6 Planwagen wurden mit 12 Zugrindern dann gezogen, also 2 Rinder pro Planwagen. Dann hat jeder Stammesfürst eine Spende abgegeben und am nächsten Tag der nächste Stammesfürst, waren 12 Tage lang, wurde jeden Tag eine Spende eingereicht und die war genau identisch. Und das ist das, was dann manchmal für uns die Sache ein bisschen langatmig macht, dass dann es nicht einfach summarisch zusammengefasst wird im Buch für der Mose, sondern dass es wirklich tatsächlich bei jedem einzelnen Stammesfürsten genau aufgeführt wird. Dieser Stamm, Stammesfürst so und so aus dem Stamm Juda, der hat gebracht und dann wird aufgezählt und dann kommt der nächste und dann wird genau das Gleiche. Am nächsten Tag hat der das und das gebracht, wird es aufgezählt und so. Ganz langes Kapitel dann, 12-mal die gleichen Sachen werden gespendet. Was hat ein Stammesfürst gespendet? Eine Silberschüssel mit 1,5 Kilo Silber, eine Sprengschale, auch aus Silber, mit 800 Gramm Gewicht, die war voller Feinmehl und Öl gefüllt, dann eine Goldschale, 115 Gramm Gewicht, voll Weihrauch, dann einen jungen Stier, einen Schafbock, ein einjähriges Lamm zum Brandopfer, einen Ziegenbock zum Sündopfer und 2 Rinder, 5 Schafböcke, 5 Ziegenböcke und 5 einjährige Lämmer zum Freudenopfer oder Dankopfer kann man es auch nennen. Das durfte dann auch verzehrt werden, zur Freude der Opferteilnehmer. Und das ist also wirklich sehr viel Zeug. Das wird dann auch noch so zusammengerechnet, wie viel das dann insgesamt am Schluss waren. Und das sind also rund 28 Kilo Silber und 1,4 Kilo Gold. Allein 1,4 Kilo Gold sind etwa 14.000 Euro wert nach heutigen Wert. Also das finde ich auch interessant. Es gibt es auch an anderen Stellen der Bibel, wo Spenden und Gaben genau aufgezählt und aufgelistet werden. Also das ist nicht immer alles so anonym und heimlich. Der zweite Punkt, Verfasser, ganz kurz. Der Verfasser ist Mose und hier für uns mag die dreifache Begründung genügen. Einmal ist ganz klar, dass der dieses Buch geschrieben hat, Augenzeuge der ganzen Wüstenwanderung war, und zwar vom Anfang bis zum Ende. Der muss das alles erlebt haben, der ist so involviert und so viele Details, also das ist ganz offensichtlich ein Augenzeuge, der hier schreibt. Dann wird in 4. Mose 33, Vers 2 gesagt, dass Jahwe, dass Gott dem Mose befohlen hat, diese Wanderung praktisch aufzuzeichnen, schriftlich zu fixieren. Ich lese mal den Vers, 4. Mose 33, Vers 2. Nach Jahwes Befehl schrieb Mose die Stationen ihrer Wanderung auf. Und dann haben wir im ganzen 33. Kapitel eine Liste, wie die Stationen der Wanderung waren, vom Sinai dann bis nach Kadesh Barnea, also über 38 Jahre hinweg, werden die einzelnen Haltestationen aufgezählt. Also das hat auf jeden Fall Mose geschrieben, das wird bezeugt. Und die jüdische und christliche Tradition ist auch einmütig, dass hier Mose der Verfasser dieses Werkes ist. Eine grobe Gliederung kann man sehr gut nach geografischen Gesichtspunkten erstellen, denn es gibt praktisch zweimal einen entscheidenden Ortswechsel und auch zeitlichen Wechsel. Der erste Teil ist von Kapitel 1, Vers 1 bis Kapitel 10, Vers 10 und da befindet sich Israel noch am Berg Sinai. Also da war es ja gelandet und hat sich da längere Zeit aufgehalten, etwa ein ganzes Jahr, wurde Stiftshütte gebaut und nachdem die Stiftshütte eingeweiht worden ist, waren es noch etwa so 20 Tage, 3 Wochen da am Sinai und da setzt dann 4. Mose an. Also 9,5 Kapitel, kann man sagen, noch am Sinai und es ist ein sehr kurzer Zeitraum, wie wir dann noch sehen werden. Dann haben wir nochmal so 11,5 Kapitel vom Sinai, sind sie dann aufgebrochen, bis sie schlussendlich nach Kadesh Barnea kamen. Das ist erstaunlich, weil das ist eine Sache, die sehr lang dauert, 38 Jahre insgesamt und werden nur 11 Kapitel dafür verwendet. Ja, 9,5 Kapitel für 20 Tage und 11,5 Kapitel für 38 Jahre. Also da werden nur einige Highlights Höhepunkte positiver, negativer Art herausgefischt und dann berichtet. Und in Kapitel 22 bis zum Schluss befinden wir uns
dann gar nicht mehr in der Sinai, im Sinai, sondern wir befinden uns in Moab. Und da gibt es dann Vorbereitungen für das Eintreten in das Land Kanaan. Also so haben wir drei verschiedene Gebiete am Sinai, dann der Weg vom Sinai bis letztlich nach Kadesh Barnea, diese 38 Jahre, und dann am Schluss in Moab, wo sie sich sammeln, um dann ins Land Kanaan zu ziehen. Zentrale Themen, die in dieser Gliederung dann vorkommen, sind fünf zu nennen. Ein großes Thema ist ganz offensichtlich Gottes Ordnung. Da muss ich auch noch lernen, denn ich bin nicht so ein ordentlicher Mensch, muss man ja nur mal in mein Büro schauen. Meine Frau leidet sehr darunter. Meine Frau ist im Gegensatz zu mir sehr ordentlich. Ja, aber Gott ist kein Gott der Unordnung, heißt es in 1. Korinther 14, Vers 33. Gott ist kein Gott der Unordnung, sondern des Friedens, heißt es. Und bei euch in der Gemeinde soll alles ordentlich und anständig zugehen, heißt es. Also da haben wir auch im Neuen Testament Anklang, dass Gott ein Gott ist, der Unordnung nicht so mag. Und dass Gott Ordnung liebt, sehen wir gerade auch, wie er mit Israel umgeht, wie er das organisiert. Im ersten Kapitel haben wir die Volks- und Heeresordnung, dann Lager- und Aufbruchsordnung, Dienstordnung der Leviten. Ja, es gibt immer wieder das Thema Ordnung im vierten Buch Mose. Dann ein weiteres Thema, was eine große Rolle spielt, auch wenn es gar nicht so oft erwähnt wird, aber es spielt eine große Rolle, weil es sich durch die ganzen Wüstenwanderungen durchzieht, ist, dass Gott leidet. Dass Gott, es sind immer noch Theokratie, also die Herrschaft Gottes, und Gott sagt, wann es losgeht und wann wieder angehalten werden soll. Die Wolken- und Feuersäule wird als Aufbruchs- und Haltesignal gekennzeichnet. Und immer, wenn diese Wolkensäule sich erhob, dann musste Israel aufbrechen. Und wenn sie sich dann niederließ und stehen blieb, dann war das Zeichen, okay, da sollen sie jetzt ihr Lager aufschlagen. Und die Feuersäule in der Nacht dann entsprechend. Also Gott ordnet und Gott leitet auch das Volk. Ein drittes Thema, was sehr stark vorkommt im vierten Buch Mose, auch sonst in der Bibel natürlich überhaupt, ist, dass Gott auch zornig ist über Sünde und Ungehorsam und Unglauben. Das mag er gar nicht. Und Gottes Zorn wird an vielen Stellen deutlich. Ich habe nur stellvertretend mal drei genannt, aber es gibt noch viel mehr Stellen, wo Gottes Zorn zum Vorschein kommt im 4. Mose. Immer wieder klagt Israel. Und Gott ist dann zornig und übt Gericht. Oder die Rebellion Mirjams und Aarons gegen Mose in Kapitel 12, wo sie sagen, warum bist alles so auf dich fixiert und warum soll ein bisschen demokratischer sein, wir wollen da auch mehr mitreden und so. Also diese, wo die Autorität Moses quasi in Frage gestellt wird oder etwas aufgeteilt werden soll. Miriam und Aaron wollen ein bisschen mehr Vollmacht haben und das wird von Gott als Rebellion interpretiert gegen den von ihnen eingesetzten Führer und straft dann auch die Miriam sehr stark dafür. Oder das ungläubige Israel in Kapitel 14, dass er nicht in das Land ziehen will, weil es Angst hat, das wird auch sehr schwer gestraft von Gott. Also Gottes Zorn ist ein großes Thema und geht immer einher auch mit Ungehorsam, Unglaube oder Rebellion. Ein anderes Thema, was wir finden, ist Gottes Fürsorge. Immer wieder kommen Krisen oder irgendwelche Fragen auf, die Klärung bedürfen, und dann hilft Gott und löst das Problem. Bei Wasserknappheit zum Beispiel hat Gott dann eine Lösung, wie das Problem beseitigt wird. Oder es gibt Erbschaftsfragen, ganz spezielle Sachen. Da sind nur noch Töchter übrig und ein Mann hat keine Söhne und die Töchter sind nur da. Ja, dürfen die jetzt erben oder nicht erben? Weil normalerweise nur die Männer erben. Und dann wird Gott gefragt und Gott hat eine Lösung. Ja, in dem Fall, wenn dann keine Söhne da sind, dann sollen die Töchter genauso erben, wie sonst die Söhne erben und so. Also Gott sorgt für sein Volk. An vielen Stellen kann man das immer wieder auch sehen. Ein letztes Thema ist, und das ist jetzt auch was für im Neuen Testament und für uns auch sehr bedeutsam ist, ist, dass wenn man erlöst worden ist, so wie Israel aus Ägypten, aus der Knechtschaft, aus der Sklaverei erlöst und befreit worden ist, das hat dann auch zur Folge, dass Gott zu Recht Vertrauen und Gehorsam verlangen kann. Ja? Also Erlösung
ist nicht etwas, was man sich in die Tasche steckt und dann darauf ausruht und nichts mehr machen muss, sondern die Erlösung, die Gott besorgt hat, wofür man gar nichts machen konnte, die hat Gott besorgt. Aber wenn man dann erlöst ist, erfordert das einen Glaubensgehorsam. Das heißt, ein Gehorsam aufgrund von Glauben gegen Gott oder Vertrauen in und an Gott. Also die Grundlage ist die Erlösung aus Ägypten, eine Grundlage des Volkes Israels, auch der Bund Gottes mit Abraham und aktuell jetzt in den Mosebüchern, zweiter, auch dritter, vierter Mose natürlich, der Bund, den Gott am Sinai mit Israel geschlossen hat. Das ist die Grundlage. Aber diese Grundlage erfordert dann auch ein Vertrauen in Gehorsam. Und das ist unabdingbar. Und das wird sehr beklagt in Psalm 95, auch Hebräer 4 und Römer 1, Vers 5 wird gesagt, dass Paulus genau das Gleiche macht. Er will den Glaubensgehorsam aufrichten unter allen Nationen und allen Völkern, dass ein Glaubensgehorsam, ein Gehorsam aufgrund von Vertrauen auf Jesus und auf Gott aufgerichtet wird. Das dient der Ehre Gottes. Und im Psalm 95 und Hebräer 4 wird der Ungehorsam und der Unglaube Israels sehr getadelt und dass das zur Folge hatte, dass sie nicht zur Ruhe gekommen sind. Und das wird da näher ausgeführt in Psalm 95, 7 bis 11 hat dann Gott geschworen, dass sie nicht zu seiner Ruhe kommen werden. Und Paulus argumentiert, oder der Verfasser des Hebräerbriefs argumentiert dann, dass offenbar eine Ruhe Gottes vorhanden ist. So wie Gott von seinen Werken geruht hat, werden auch wir von unseren Werken ruhen. Aber Israel ist damals, obwohl es erlöst worden ist, nicht in die Ruhe Gottes eingegangen. Warum? Weil sie nicht vertraut haben, weil sie ungläubig waren und ungehorsam waren. Also die Erlösung erfordert Glaubensgehorsam, ist ein ganz wichtiges, eine theologische Linie oder so eine rote Linie, die sich so durchzieht durch das vierte Buch Mose, aber auch natürlich durch die ganze Bibel. Die literarische Eigenart, wir sind schon bei Punkt 5 von 14, der geht sehr kurz. Wir haben das schon gesehen beim dritten Buch Mose, das war hauptsächlich Gesetzestexte und ein paar ganz wenige geschichtliche, historische Berichte. Hier ist es umgekehrt, hier ist es hauptsächlich Geschichtswerk. Also sehr ähnlich wie die erste Hälfte von 2. Mose. Hauptsächlich Geschichtswerk, es schildert vor allem die Wüstenwanderung Israels als Fortsetzung vom 2. Buch Mose. Und an einigen wenigen Stellen ist es auch Gesetzesammlung, wo einige Verordnungen, Gesetze, Regeln Gottes gegeben werden, ergänzende Gesetze. Und das hat dann ein bisschen den Stil, wie wir es auch in 3. Mose so stark finden. Wir haben dann drei interessante Zeitspannen gemäß der Gliederung des Buches. Da am Sinai, Kapitel 1, Vers 1 bis 10, Vers 10, das betrifft 20 Tage nur. Ein Zeitraum von 20 Tagen, 9,5 Kapitel. Also eigentlich sehr ausführlich, was hier passiert in 20 Tagen. 9,5 Kapitel hat es der Bibel gefüllt. Und die 37 Jahre und 11 Monate der Wüstenwanderung, die sich dann da anschloss, bis dahin, also von Sinai bis nach Kadesh Barnea, von diesen ganzen 37, fast 38 Jahren sind es gerade mal nur 11,5 Kapitel, die davon berichten. Das ist also sehr, sehr wenig. Und da ist also sicherlich sehr, sehr viel mehr passiert, aber steht nicht in der Bibel. Steht auch nicht alles in der Bibel, was Gott mit Abraham gemacht hat oder was Abraham erlebt hat. Da gibt es auch mal eine Sendepause von 13 Jahren zwischen Kapitel 16 und Kapitel 17, wo einfach nichts berichtet wird. 13 Jahre Schweigen. Und hier haben wir 37 Jahre in nur 11,5 Kapiteln. Und dann in Moab, das ist dann nochmal ein bedeutsamer geografischer Ortswechsel, Kapitel 22 bis 36 spielen in Moab. Und das ist ein relativ kurzer Zeitraum von auch nur 9 Monaten und 10 Tagen. Das ist immer sehr hilfreich, denke ich, sich so das vor Augen zu führen, in welcher Zeitspanne befinde ich mich gerade in den Mosebüchern. Und es ist interessant, dass mehr als die Hälfte der Mosebücher eigentlich in einer extrem komprimierten Zeitspanne stattfinden. Also wenn man da 4. Mose 1 bis 10 nimmt, das 3. Buch Mose und das 5. Buch Mose, was auch nur 2 Monate geht, also haben wir innerhalb von einem Vierteljahr, ist mehr als 50% der 5 Bücher Mose, bedecken gerade mal einen Zeitraum von 50 Tagen, von 60, 70 Tagen oder so. Also es ist sehr interessant. Dann Schlüsselbegriff und Schlüsselvers. Der Dienst ist so ein Begriff, auch der Wandel, wie man Gott eben nachfolgt, Lebenswandel, der Wandel, Arbeit, der Dienst, Arbeit,
und Krieg ist auch so ein Thema. Da gibt es noch andere Schlüsselbegriffe, die man nennen könnte. Als Schlüsselvers, wenn man es mal optimistisch sieht, könnte man 4. Mose 14, Vers 8 herausgreifen. Das ist zumindest nochmal so die optimistische Schau. 4. Mose 14, Vers 8. Da heißt es: Wenn Jahwe Gefallen an uns hat, wird er uns in dieses Land bringen. Ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Ja, das ist so die Perspektive, die immer darüber schwebt, dass wenn Gott Gelingen gibt, wenn er Gefallen hat, dann wird er sie in das Land bringen. Aber die Realität war, und vielleicht ist das sogar noch ein geeigneter Schlüsselvers, war, dass Israel ja das nicht annahm und dass Israel dann ungläubig war und Gott sie dann bestrafte und gesagt hat, diese Generation, die wird nicht in das Land kommen. Ja, die muss praktisch erst verfallen, muss wegsterben. Die erwachsene Generation, die jetzt sich geweigert hat, ins Land zu gehen, die muss wegsterben. Das ist auch ein Schlüsselvers, natürlich sehr trauriger Schlüsselvers. Lehre von Christus haben wir an zwei Stellen etwas. Wir haben einmal dieses Phänomen mit der ehernen Schlange. Und das muss ich kurz erklären, weil es ist sehr interessant, weil Jesus dieses Thema aufgreift und auf sich bezieht. Jesus selbst verbindet seine bevorstehende Kreuzigung mit einem signifikanten Geschehen während der Wüstenwanderung Israels. Und zwar gegenüber dem Theologen Nikodemus in Johannes 3 sagt Jesus: Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Mit der Erhöhung des Menschensohnes meint Jesus nun nicht seine Auferstehung oder Himmelfahrt, die er auch mal Erhöhung nennt an einer anderen Stelle, sondern mit Erhöhung meint Jesus hier, genau wie in Johannes 8, Vers 28 und Johannes 12, Vers 32 bis 33, meint er die Erhöhung, dass er ans Kreuz geheftet und gehängt wird, deswegen erhöht von der Erde ist, am Kreuz. Und die Parallelen zwischen dem Ereignis in der Wüste mit dieser ehernen Schlange und dem Kreuz Jesu sind frappierend. Und deswegen bezieht sich Jesus auch darauf. Und es ist praktisch eine Vorschattung, was da geschehen ist mit dieser ehernen Schlange in der Wüste. Das ist in gewisser Weise eine große Ähnlichkeit mit dem, was in Jesus geschieht am Kreuz. Was ist da passiert? Israel war ungehorsam, wird wieder gemurrt und Gott hat Giftschlangen geschickt. Oder war es wegen Götzendienst, glaube ich, wegen Götzendienst und Hurerei hat Gott dann Giftschlangen geschickt und sie haben die Menschen gebissen und die gebissen worden sind, sind dann relativ schnell gestorben. Und das sind massenweise Leute gestorben in 4. Mose 21. Vielleicht lese ich da mal einen Vers. Mich im Kapitel vertan. Moment, habe ich mich hier im Kapitel. Ja. Bronzeschlange. Ja, doch hier. Ich lese mal die Stellen. Als die Israeliten vom Berg Hor weiterzogen, wandten sie sich zunächst in Richtung Schilfmeer, um das Land Edom zu umgehen. Doch auf dem Weg wurde das Volk ungeduldig. Es lehnte sich gegen Gott und Mose auf und sagte: Wozu habt ihr uns aus Ägypten heraufgeführt? Das war so der Jammerdauerton Israels. Immer wenn es schwierig war, haben sie gesagt: Warum hast du uns überhaupt aus Ägypten rausgeführt? Ja, warum hast du uns überhaupt aus Ägypten rausgeführt? Auch hier war das wieder die Ursache. Also nicht Götzendienst und Hurerei, das war eine andere Begebenheit. Also hier wieder der Jammerton: Warum hast du uns aus Ägypten herausgeführt? Damit wir in der Wüste sterben. Hier gibt es weder Brot noch Wasser und es ekelt uns von diesem elenden Fraß. Damit meint sie das göttliche Manna. Da schickte Jahwe wegen dieser Dauerbeschwerden Brandnattern oder feurige Schlangen, heißt es, unter das Volk, sodass viele der Israeliten gebissen wurden und starben. Da lief das Volk zu Mose und sagte: Wir haben gesündigt, dass wir uns gegen Jahwe und gegen dich aufgelehnt haben. Bete doch zu Jahwe, dass er uns von den Schlangen befreit. Mose betete für das Volk und Jahwe sagte zu ihm: Mach dir eine Brandnatter oder eine feurige Schlange und befestige sie an einer Stange. Dann wird jeder, der gebissen wurde und sie ansieht, am Leben bleiben.
Und so fertigte Mose eine Bronzeschlange, also aus Bronze hat er so eine feurige Schlange gemacht und machte sie am Ende einer Stange fest. Und wer nun von einer Schlange gebissen wurde und zu dieser bronzenen Schlange aufblickte, der ist dann, trotzdem er gebissen war und ein Gift in sich hatte, ist er nicht gestorben. Das war die Sache damals. Und Jesus sagt, so wie Mose damals die Schlange in der Wüste erhoben hat, ja, so muss der Menschensohn erhoben werden. Dem tödlichen Schlangenbiss entspricht die allgemeine todbringende Infizierung des Menschen mit dem Gift der Sünde. Und die Aufrichtung der ehernen Schlange ist ein Symbol für die gerichtete Sünde. Auch der eherne Brandopferaltar war aus Bronze eben, das hat auch ein Symbol von Gericht. Die gerichtete Sünde, die wird da aufgehängt, die Schlange, die wird aufgehängt an dieser Stange. Und es entspricht der Kreuzigung Jesu, wo Jesus aufgehängt wird am Kreuz und für uns zur Sünde gemacht wird und von Gott gerichtet wird. Er stirbt da. Und wer im Vertrauen auf das Wort Gottes, das er durch Mose sagte im Blick auf diese eherne Schlange, dann auf diese eherne Schlange blickte, der blieb trotz seiner tödlichen Infizierung am Leben. Und so wird jeder Sünder gerettet, der auf das Kreuz Christi vertraut. Eigentlich müsste er sterben wegen seiner Sünde, aber wenn er auf das Kreuz Christi schaut, dann darf er doch am Leben bleiben. So wie die Gebissenen und Giftschlangengebissenen eigentlich sterben müssten, aber wenn sie auf die eherne Schlange schauten, dann dürften sie am Leben bleiben. Wer dem Wort Gottes durch Mose bezüglich der ehernen Schlange kein Vertrauen schenkte, er sagt, ach, was soll dieser Schwachsinn? Ja, das kann er nie helfen. Ja. Der kein Vertrauen schenkte, der starb an seiner tödlichen Infizierung. Und so wird jeder an seiner Sünde sterben und den ewigen Tod hinnehmen müssen, der nicht auf das Kreuz Christi vertraut. Das ist die Parallele, eine hochinteressante Parallele. Die eherne Schlange ist quasi ein Vorbild, eine Vorschattung dessen, was durch Christus dann bewirkt wird am Kreuz. Und dann gibt es noch diese Bileams-Weissagung, die werden wir uns nachher noch ein bisschen näher anschauen. Die vierte Bileams-Weissagung hat dann offenbar auch einen gewissen christologischen Aspekt, wo nicht, wie manche meinen, nur der König David geweissagt wird oder Saul, sondern wo es auf den Messias geht. Da wird eine Person in der fernen Zukunft geweissagt, der König über Israel ist und der dann alle seine Feinde besiegt. Und vielleicht haben wir Zeit, es noch ein bisschen näher anzuschauen. Dann kann man zeigen, dass Jesus hier, dass es sehr gut auf Jesus passt und auch mit anderen messianischen Stellen im Alten Testament gut harmoniert. Also das sind zwei Aspekte, wo wir Christus finden im vierten Buch Mose. Neuntens, geschichtliche Wendepunkte. Der große Wendepunkt im Buch vierter Mose ist das Versagen mit den Kundschaftern. Das ist die große Katastrophe in Kapitel 13 und 14. Und an sich sind sie jetzt an der Schwelle, in das Land zu gehen. Und könnten eigentlich losmarschieren im Vertrauen, weil Gott sagt, ich gebe euch dieses Land, ich helfe euch, ihr werdet das Land einnehmen, also geht los. Da sind sie ein bisschen zögerlich und sagen, naja, wollen wir nicht vielleicht erstmal ein bisschen nachschauen, was uns das so erwartet in dem Land. Mose redet mit Gott, Gott sagt, ja, okay, dann lass mal nachschauen. Und dann sondert Mose 12 Kundschafter ab, von jedem Stamm der 12 Stämme einen Kundschafter. Und die kriegen dann ein paar Wochen Zeit, das Land zu erkunden und kommen dann zurück mit Früchten und Berichten, was sie da gesehen und erlebt haben. Und 10 dieser Kundschafter, die sagen zwar schon übereinstimmend, es ist ein tolles Land, da fließt Milch und Honig und super Früchte und so, aber 10 der 12 Kundschafter, die machen dann dem Volk regelrecht Angst. Ja, die machen so Panik und beschreiben alles in den schlimmsten Tönen. Alles sind ganz befestigte Städte, fast uneinnehmbar. Außerdem haben wir Riesen gesehen. In den Augen von diesen riesenhaften Menschen, da waren wir nur wie Heuschrecken. Ja, und Leute, also wir haben da keine Chance. Ja, die sind gut bewaffnet, die sind feste Städte und es ist zwar ein super Land, aber keine Chance, da kommen wir nicht rein. Die sind viel zu stark und da können wir nicht gegen angehen. Nur Josua und Kaleb, die beiden Kundschafter, die haben eine geistliche Perspektive eingenommen und die haben nicht gesagt, dass das gar nicht stimmt, dass die Städte nicht befestigt sind. Das haben sie nicht gesagt, aber sie haben
das Volk versucht zu beschwichtigen und eine geistliche Perspektive einzunehmen. Kaleb sagt, Kaleb beschwichtigt das Volk, das über Mose aufgebraucht war. Er sagte, wir werden hinaufziehen und das Land in Besitz nehmen. Wir können es sehr wohl erobern. Also er ist optimistisch, er ist positiv. Ist auch interessant, der Kaleb scheint so ein Mann der Tat zu sein. Er hat da später auch noch Jerusalem eingenommen oder sein Sohn hat dann Jerusalem eingenommen. Der war so ein tatkräftiger Kämpfer. Ja, der sagt, wir können das, wir können hinaufziehen und so weiter. Josua ist ein bisschen mehr ein ängstlicher Typ und als weiter hinten in Vers Kapitel 14, Vers 6, da kommt auch Josua zu Wort. Doch Josua ben Nun und Kaleb ben Jefune, der Sohn Nuns, der Sohn Jefunes, von den Kundschaftern rissen entsetzt ihre Obergewänder ein, nachdem die 10 Kundschafter so einen negativen Bericht gegeben haben und so ein keine Erfolgsaussichten da geben wollten für das Unternehmen und sagt der ganzen Menge der Israeliten, das Land, das wir erkundet haben, ist sehr, sehr gut. Und Josua sagt jetzt, wenn Jahwe Gefallen an uns hat, wird er uns dieses Land bringen. Uns in dieses Land bringen, ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Also Kaleb sagt, lass uns praktisch Ärmel hinterkrempeln, losziehen, wir schaffen das, wir können das. Ja, natürlich, weil Gott mit uns ist, das steckt schon im Hintergrund. Und Josua sagt, wenn Gott gefallen hat, dann wird er uns das geben. Also diese geistliche Perspektive, wir können das Land einnehmen. Es ist sehr gut, ja, es ist befestigt, aber wir können es einnehmen, wenn Gott mit uns ist. Aber die 10 Kundschafter haben also so massiv dagegen geredet und praktisch grauenhafte Sachen dafür erzählt. Er erzählten den Israeliten schreckliche Dinge über das Land, das sie erkundet hatten. Dieses Land verschlingt seine Bewohner, sagten sie. Alle Leute, die wir gesehen haben, sind sehr groß, besonders die Nachkommen Anaks, die Riesen. Ihnen gegenüber kamen wir uns vor wie Heuschrecken. Und so haben sie auch auf uns herabgesehen. Naja, und als dann dieser von 10 Kundschaftern negative Bericht gebracht wurde, war das Volk völlig verzagt, das Herz war in der Hosentasche. Und sie haben nur Angst gehabt und gesagt, und gejammert, was soll das jetzt, wir können da nie rein in das Land. Gott hat uns da aus Ägypten geholt, aber wir haben da keine Chance, in das Land reinzugehen. Und dieser Unglaube von den 10 Kundschaftern, aber auch der Unglaube dann, weil sie das ganze Volk praktisch dann zum Unglauben bewegt haben, hat dann verheerende Konsequenzen, wirklich buchstäblich verheerende Konsequenzen. Einmal für die 10 Kundschafter selbst, die werden eigentlich noch am gleichen Tag von Gott getötet. Die kriegen die Strafe sofort serviert und werden von Gott wirklich erschlagen an diesem Tag. Dann für die Generation der Erwachsenen, also die zum Heer gehören, diese 603.000 Männer, 20 Jahre und älter, wehrfähig. Und Gott sagt, von diesen wehrfähigen Leuten, die eigentlich jetzt hätten hinaufziehen können, das Land einnehmen können, wird kein einziger in dieses Land kommen. Sie werden, im Gegenteil, sie werden alle in der Wüste sterben. Und die dritte Konsequenz war, im Blick auf den Einzug in das Land Kanaan, der war nicht völlig aufgehoben, der Einzug. Gott hat nicht gesagt, okay, dann wird er halt nie in das Land gehen. Hat Gott ja dem Abraham versprochen, dass sie das Land kriegen werden. Also sie werden es kriegen, aber der Einzug wurde nicht aufgehoben, aber wurde von Gott aufgeschoben. Das bedeutet, dass auch die Kinder, die eigentlich jetzt als Kinder, also unter 20-Jährige, Kinder und Jugendliche, als unter 20-Jährige jetzt in das Land hätten einziehen können, wenn die Elterngeneration den Mumm gehabt hätte und den Glauben gehabt hätte, denen wurde das jetzt praktisch vermasselt. Und erst wenn die ganze Elterngeneration weggestorben ist, dann wird Gott sie in das Land bringen. Das heißt, sie mussten jetzt 38 Jahre warten, bis das eigentlich eintraf, was jetzt möglich gewesen wäre. Und das ist eigentlich eine unglaubliche Katastrophe, wenn man das mal so nimmt, dieser Wendepunkt, dass jetzt die Landnahme praktisch 38 Jahre verschoben wird. Und die ganze Erwachsenengeneration wird praktisch hingerafft. Nur Josua und Kaleb, die beiden einzigen, die aus dieser Generation, die älter als 20 sind, überleben das und kommen wirklich auch ins Land dann rein. Ein weiterer Wendepunkt ist dann Kapitel 26, kurz vor dem Einzug ins Land. Da ist nämlich dann die ganze Erwachsenengeneration Israels in der Wüste dann hingestorben und weggestorben. Und deswegen wird ein Neuanfang gemacht mit der neuen Generation und wird neu gezählt. Und da kommt diese zweite Zählung zustande, nachdem die ganze Erwachsenengeneration inzwischen
weggestorben war. Das heißt, hier erfüllt sich dann die Verheißung. Und zwar lese ich jetzt mal Kapitel 26, Vers 63 bis 65. Da haben wir eine interessante Aussage. Das waren diejenigen, die durch Mose und Eleazar im moabitischen Steppengebiet der Jordanebene gegenüber von Jericho gemustert wurden. Also am Ende dieser langen Musterung, wo die alle nochmal gezählt werden und so weiter. Also jetzt waren 601.730 Mann, die da gemustert wurden. Und da heißt es Vers 64, es war keiner unter ihnen, der schon von Mose und Aaron in der Wüste Sinai erfasst worden wäre bei dieser Zählung. Also kein einziger war bei der ersten Zählung dabei. Das heißt, die waren damals alle unter 20. Und jetzt sind die alle über 20 und eine große Anzahl. Denn Jahwe hatte ihnen gesagt, sie müssten alle in der Wüste sterben, nur Kaleb, der Sohn Jephunnes, und Josua, der Sohn von Nun, waren von ihnen allein übrig geblieben. Und das war das, was Gott verheißen hatte in Kapitel 14, in den Versen 28 bis 33. Eines der tragischsten Stellen der Bibel, finde ich. Sag ihnen, so wahr ich lebe, spricht Jahwe, ich werde genau das mit euch machen, was ihr vor mir gesagt habt. In dieser Wüste werden eure Leichen zerfallen, alle wehrfähigen Männer, die 20 Jahre und älter sind, weil ihr gegen mich gemurrt habt. Niemals werdet ihr in das Land kommen, das ich euch mit Eid zugesichert habe. Ausgenommen sind nur Kaleb, der Sohn Jephunnes, und Josua, der Sohn Nuns. Aber eure kleinen Kinder, von denen ihr gesagt habt, sie würden zur Beute werden, wenn wir jetzt da hochziehen, die werden unsere Kinder dann schlachten, ja, die würden zur Beute werden. Sie werde ich hinbringen. Sie sollen das Land kennenlernen, das ihr verschmäht habt. Doch eure Leichen werden hier in der Wüste zerfallen und eure Kinder werden 40 Jahre lang in der Wüste Hirten sein und eure Hurereien oder euren Unglauben, euren Götzendienst tragen müssen, bis eure Leichen in der Wüste vollzählig sind. Nach der Zahl der Tage, die ihr das Land erkundet habt, werdet ihr nun 40 Jahre für jeden Tag ein Jahr eure Schuld tragen müssen. 40 Tage waren die Kundschaft unterwegs und insgesamt 40 Jahre war Israel dann in der Wüste unterwegs. Ihr sollt merken, wie es ist, wenn ich mich abwende. Das ist bitter. Ihr sollt merken, wie es ist, wenn ich mich von euch abwende. Und Gott wendet sich von ihnen ab. Und sie müssen jetzt da Ehrenrunden drehen in der Wüste, bis die ganze Erwachsenengeneration tot ist. Es war eine verpasste Chance für die ganze Generation, eine verlorene Generation, die zwar ausgezogen ist, aber nie ankam, nie eingezogen ist. Es war ein großer Schaden für die nachfolgende Generation, weil sie warten musste, sehr lange warten musste, bis sie dann wirklich in das Land kommen durfte. Und was ich mich frage, und jetzt wird es sehr ernst eigentlich, frage ich, ob es das auch vielleicht manchmal bei uns geben kann, in der Gemeinde, dass eine Chance, ein Glaubensschritt, das, was Gott angeordnet hat, einfach total verpasst wird, vermasselt wird und dann ist es vorbei und die Gemeinde, diese Generation, die erlangt das nie. Die hat zwar immer davon geträumt, das und das zu machen, und hat es dann verpasst, vermasselt. Und Gott sagt, okay, mit euch nicht. Und erst die nächste Generation ist dann wieder reif für diesen Step forward. Ich finde es sehr wichtig, dass Gemeinden immer wieder beständig mutige Glaubensschritte vorwärts gehen. Das gefällt mir auch so gut beim ICF, dass einfach nur eine Richtung gekannt wird, vorwärts. Und das ist auch richtig so und wichtig so. Stagnation ist Rückschritt. Wenn man nicht mehr mutig vorwärts geht, dann reibt man sich nur untereinander auf. Man muss immer vorwärts gehen, neues Land erobern, neue Menschen und Gruppen erreichen und neue Gemeinden bauen, Tochtergemeinden bauen und so weiter. Sonst erschlafft und erlahmt die Gemeinde. Also ist so ein Muss zur Innovation. Wie auch in der Wirtschaft, die meisten Gewinne erzielt man mit Produkten, die innerhalb der letzten 2 Jahre entwickelt worden sind. Man muss ständig dranbleiben, sonst ist man weg vom Fenster. Und man muss vorwärts gehen und das Erkannte umsetzen, sonst kann man wirklich riesige Chancen verpassen. Also es soll uns zur Warnung sein,
dass einem sowas nicht passiert, dass es zu einer verlorenen Generation kommt, weil Gott sich abwendet, aus Ekel abwendet, weil er den Unglauben sieht. Die geistliche Atmosphäre im vierten Buch Mose wird eigentlich von diesen Wendepunkten geprägt. 4. Mose gehört eigentlich zu den drei traurigsten Geschichtsabschnitten Israels überhaupt. Und der Grund dafür ist eigentlich menschliches Totalversagen. Wir haben die 400 Jahre Knechtschaft in Ägypten als eine ganz traurige Phase Israels. Das war jetzt nicht wegen Versagen, sondern es war Gottes Vorsehung, das so zu gestalten, um Israel groß werden zu lassen, zahlenmäßig wachsen zu lassen und dann, dass sie die Erlösung so richtig schätzen, ja, nachdem sie so negative Erfahrungen in Ägypten gemacht haben. Aber das war eine schwere Zeit, die 400 Jahre Knechtschaft in Ägypten. Dann die 38 Jahre Wüstenwanderung war eine ganz schwere Zeit, da war eigentlich nur noch Warten auf den Tod angesagt, also für die Erwachsenenwelt damals. Die haben eigentlich nur auf den Tod gewartet, keine Perspektive gehabt irgendwie, kein Ziel mehr, nur noch auf den Tod gewartet. Und die 70 Jahre Gefangenschaft in Babylon war auch so eine sehr elende Zeit, weg vom Tempel, weg vom Gottesdienst, weg vom Heiligen Land, in der Heidenwelt leben zu müssen, zerstreut. Also das sind so sehr negative Zeiten und die Wüstenwanderung gehört da mitten rein. So, wir sind schon bei Punkt 11 von 14, Kämpfe und Kriege in 4. Mose, das ist auch so ein Thema. Es gibt eine Niederlage und vier Siege, die berichtet werden für Israel. Die Niederlage war gleich nachdem die Kundschafter diesen negativen Bericht gegeben haben und dann das Volk sagt, wir können da nicht raufziehen und gemurrt haben, Mose, warum hast du uns wieder rausgeführt, wir kommen ja nur um und so, unsere Kinder werden Beute. Und dann hat Gott dieses Gericht ausgesprochen und gesagt, okay, dann ist es so, ihr werdet in der Wüste aufgegeben, ihr kommt nicht ins Land, erst die nächste Generation kommt ins Land. Und dann gab es einige, die sich dann gesagt haben, oh, wir haben großen Fehler gemacht, wir wollen jetzt doch ins Land ziehen, morgen ziehen wir hinauf. Aber es war ohne Gott, Gott hat sich zurückgezogen und gesagt, Mose hat gesagt, Gott ist nicht mit euch, es ist vorbei, ihr könnt die Zeit nicht zurückdrehen, ihr könnt das nicht ungeschehen machen. Ihr habt Gott durch Unglauben eine Absage erteilt und Gott hat jetzt sein Machtwort gesprochen, ihr kommt nicht rein, lasst es sein, es wird bloß ein Desaster werden. Aber die haben gedacht, naja, was sollen wir machen? Wir versuchen es doch jetzt und haben dann versucht, das Land einzunehmen. Und dann sind die Amalekiter gekommen und haben sie ihnen eine schreckliche Niederlage beigebracht in Horma. Und es kam so, wie es kommen musste, wie Mose gesagt hat, ihr habt keine Chance. In eigener Kraft habt ihr keine Chance. Das ist die einzige Niederlage, die hier berichtet wird. Dann siegt das dann zeitlich viel später, am Ende der Wüstenwanderung, Israel siegt über Arad in Horma und dann kommen drei sehr, sehr bedeutende Siege. Einmal der Amoriterkönig Sihon in Jahas im Land Moab, der wird besiegt und der ist ein sehr, sehr mächtiger König. Und dann auch der Amoriterkönig Og, der in den ganzen Bashan, also in Gilead, da lebte und seinen Sitz hat und seine Macht hatte in Edrei. Der wird in Edrei besiegt und das sind die zwei Großkönige oder mächtigen Könige des Ostjordanlandes sozusagen, die sind da besiegt, damit auch ihre Länder schutzlos und werden von Israel dann eingenommen. Israel besiegt dann auch die vier Midianiterkönige, die in der Stadt Midian und hat dann überwältigenden Sieg, den sie da feiern dürfen mit Gottes Hilfe. Also die Zeichen stehen auf Sieg gegen Ende der Wüstenwanderung, kurz bevor sie ans Land Kanaan kommen. Im östlich des Jordans werden diese vier, vor allem die drei C, D, E, gegen Sihon, gegen Og und gegen die vier Midianiterkönige, das sind sehr bedeutsame, ganz wichtige Siege, die auch zu einer Unterwerfung der Bevölkerung führen, auch zu viel Raub und Beute führen und auch letztlich dazu führt, dass 2,5 Stämme dann in diesen eroberten Gebieten auch bleiben wollen und gar nicht ins Land Kanaan einziehen möchten. In
4. Mose 14, handelt Gott vielleicht auch deswegen so rabiat gegen das Murren des Volkes bei den Kundschaftern, weil es eben nicht das erste Versagen Israels ist. Sondern wir lesen da einen interessanten Vers in Kapitel 14, Vers 11 bis 12. Da lesen wir, Jahwe sagte zu Mose, wie lange will mich dieses Volk noch verachten oder geringschätzen, für unfähig halten? Weil das ist es, was sie praktisch tun. Gott ist nicht fähig, sie ins Land zu bringen. Sie halten Gott für unfähig. Sie verachten ihn. Wie lange noch wollen sie mir nicht glauben, obwohl ich ihnen so viele Zeichen meiner Macht und Fürsorge gab? Also Gott scheint fast ein bisschen frustriert zu sein hier mit Israel oder einfach enttäuscht, entsetzt, warum sie ihn so geringschätzen in seiner Macht, obwohl er doch immer wieder seine Macht fantastisch bewiesen hat. Denken wir beim Auszug aus Ägypten, ja, und bei verschiedenen Wundern in der Wüste. Und er sagte, ich will sie mit der Pest schlagen und beseitigen, aber dich will ich zu einem Volk machen, größer und stärker als sie. Das ist jetzt die Versuchung für den Leiter, dass die Schafe, die er weiden soll, Gott sagt, ich mach die weg und mach aus dir was Besonderes. Aber Mose widersteht dieser Prüfung und sagt, es geht ja nicht um mich, es geht immer nur um dich, Herr. Und wenn du das machst, dass du das Volk jetzt umbringst, dann werden die Leute sagen, ja, hat es zwar aus Ägypten rausführen können, aber er hat es nicht hineinführen können, hat es nicht vollbringen können. Dann fällt es auf dich negativ zurück. Das ist das, was Gott auch hören wollte. Er kann keine ehrgeizigen Leiter brauchen, die sich selbst groß machen wollen oder die für sich selbst etwas wollen und nicht wirklich alles geben für die Menschen, die ihnen anvertraut sind, denen sie dienen sollen. Und Mose geht es auch um Gott, dass Gottes Ehre in den Dreck gezogen werden würde, wenn dann er sein Volk jetzt hier vernichten würde, weil dann die Heiden schlecht reden würden über Gott und sagten, er hat sie herausgeführt, aber konnte sie nicht hineinführen. Und ist hier, und dann fällt der Begriff zehnmal, dass sie ihn zehnmal versucht haben. Ich finde jetzt gerade die Stelle nicht. Aber es heißt, dass sie ihn zehnmal versucht haben. Und dann kann man überlegen, okay, welche zehnmal waren das bis dahin? Und wenn man jetzt dann mal schaut, im 2. Buch Mose und 4. Buch Mose, bis dahin, bis 4. Mose 14, war tatsächlich zehnmal ein Aufruhr, eine Rebellion, ein Murren gegen Gott. Und das war am Roten Meer, nach dem Auszug und sagen sie, ach, jetzt jagt das Heer des Pharao ihnen hinterher, ach, wären wir bloß in Ägypten geblieben. Ja. Also wird gejammert, gemurrt, ach, wären wir bloß nie ausgezogen. Wegen Exodus, dem Auszug aus Ägypten. Bei Mara, da fehlt es an Wasser, also jammern und murren sie wegen Trinkwasser. In der Wüste Sin ist wieder mal, ach, wären wir doch in Ägypten geblieben. Warum hast du uns bloß aus Ägypten geführt? Auch noch in der Wüste Sin sagt Gott, dass sie das Manna ganz verzehren sollen und andere, manche dann denken, naja, ob es morgen wieder Manna gibt, wissen wir nicht genau. Gott hat zwar gesagt, aber wir wissen es nicht genau, also versuchen wir es aufzuheben und dann war das Manna schlecht. Also das Übriglassen des Manna war ein Akt des Unglaubens, hat Gott auch übel genommen. Dann in der Wüste Sin noch, wurde der Sabbat missachtet, den Gott ja geboten hatte, hat eine Holz gesammelt am Sabbat, das sollte nicht sein und dann war wieder so eine Beleidigung Gottes. Dann bei Massa und Meriba, das heißt Prüfung, Versuchung und Streit, da war wieder Wassermangel das Problem, da haben sie gemurrt wegen fehlendem Wasser, sie haben gejammert, warum hast du uns überhaupt aus Ägypten geholt? Und das heißt, sie haben daran gezweifelt, ob Gott unter ihnen ist. Das war eigentlich der Unglaube, ist Gott wirklich da? Wir haben gerade Schwierigkeiten, wir sehen die Lösung nicht. Also ist Gott wirklich noch da? Das ist der Unglaube. Wenn du in Schwierigkeiten sitzt und wenn deine Gemeinde in Schwierigkeiten sitzt, heißt es noch lange nicht, dass Gott nicht da ist. Im Gegenteil, Gott ist immer da. Er hat gesagt, ich will dich nicht verlassen noch versäumen. Und Gott hat uns eine beständige Gegenwart verheißen, mit der wir unbedingt rechnen dürfen und rechnen müssen. Alles andere ist eine Beleidigung Gottes. Und zu meinen, Gott hätte sich aus der Gemeinde zurückgezogen oder hätte sich aus dem christlichen Werk zurückgezogen, nur weil irgendwelche Schwierigkeiten da sind oder auch weil Sünde da ist. Deswegen zieht sich Gott nicht zurück. Gott bleibt treu seinem Bund und seinem Volk.
Und er ist immer da. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Also das war schwerer Unglaube, dass sie da an der Gegenwart Gottes gezweifelt haben. Dann das goldene Kalb, da war Mose dann etwas länger auf dem Berg Sinai geblieben als gedacht. Da haben sie schon Angst gehabt, er kommt nie wieder, vielleicht ist er abgestürzt oder getötet worden. Und dann haben sie sich selber was geholfen und haben da goldenes Kalb gemacht. Haben sie Aaron angestachelt, goldenes Kalb zu machen. Das war die siebte Auflehnung gegen Gott. Dann bei Tabera, da haben sie auch wieder gejammert und geklagt. Wird nicht genau gesagt, worüber, aber sie haben gejammert und geklagt. Und dann schickt Gott einen Brand, deswegen heißt der Ort dann Tabera. Bei Lustgräbern haben sie gesagt, uns ekelt von dem Manna immer nur Manna, Manna, Manna. Ja, wir wollen Fleisch essen. Und haben da Lust auf Fleisch gehabt und hat Gott ihnen so viel Fleisch geschickt, dass es ihnen aus dem Hals heraushing. Und hat auch ein großes Gericht geübt, dass viele gestorben sind. Und das wurde dann noch getoppt durch die Sache mit den Kundschaftern. Also es war praktisch schon das zehnte Mal, dass sie sich aufgelehnt haben gegen Gott und irgendwann reicht es mal. Vielleicht war es auch noch öfter, dass sie sich aufgelehnt haben. Die Zahl 10 ist eher so, wie soll ich sagen, so eine runde Zahl, wie wir sagen, das ist x-mal, habe ich dir das jetzt gesagt. Oder der Jakob sagt mal zu Laban, 10-mal hast du meinen Lohn verändert. Ja, es kann auch so eine Redewendung sein, 10-mal aufgelehnt, war vielleicht noch öfter als 10-mal. Dann Bileams Weissagung gegen Israel. Das ist eine sehr interessante Geschichte mit dem Bileam, weil das ist kein Israelit, ist aber trotzdem ein Prophet Jahwes. Und das ist schon erstaunlich, diese Gestalt. Er ist da fern Mesopotamien und ist auch ein sehr berühmter Wahrsager. Und der Balak, der König von Moab, glaube ich, der beauftragt, schickt eine Delegation zu dem Bileam, um ihn herzuholen, ihm Geld zu bieten, dass er kommt und Israel verflucht. Und Bileam kriegt von Gott die Weisung, dass er da nicht mitgehen soll und hält sich auch erstmal in diese Weisung und sagt diese Delegation ab. Die kommen zurück zum Balak und sagen, der hat uns abgesagt. Ja. Und der Balak hat nicht so schnell aufgegeben und gesagt, nee, wir müssen den herholen, der ist ein ganz berühmter Wahrsager und Weissager und der muss uns Israel verfluchen, den heuer ich an. Und dann hat er nochmal eine Delegation geschickt, noch mit höherem Rang, also noch eine edlere Delegation. Und man hat schon gemerkt, beim ersten Mal, der Bileam, eigentlich wäre er gern mitgegangen, ja, einfach um des Ruhmes willen und der Kohle wegen. Aber Gott hat ihm Nein gesagt und dann hat er sich auch nicht getraut, was anderes zu sagen. Und jetzt bei der zweiten Delegation, da druckst du sich wieder so und Gott sagt, okay, dann geh mit, aber wenn du mitgehst, dann, du darfst nur das sagen, was ich dir sage. Okay, sagt Bileam, mache ich. Als er dann unterwegs ist in das Land der Moabiter zu Balak, da tritt ihm dann der Engel Gottes entgegen mit einem scharfen Schwert. Und zunächst mal auf dem Weg und der Esel weicht aus, dann schlägt er den Esel, weil der Bileam sieht den Engel nicht mit dem Schwert. Dann nochmal in dem Weinberg genau das Gleiche, der Engel stellt sich in den Weg, der Esel sieht ihn, aber Bileam sieht den Esel nicht, also er sieht den Engel nicht und schlägt wiederum den Esel, weil er da vom Weg abkommt. Und dann kommt ein Engpass, wo man praktisch nicht mehr ausweichen kann. Und wiederum sieht der Esel, er sieht den Engel mit dem Schwert und er weicht dann aus und weil aber kein Platz zum Ausweichen ist, klemmt er praktisch das Bein von dem Bileam so an den Felsen, das tut ein bisschen weh. Und dann wird der Bileam total wütend und schlägt auf den Esel ein. Und dann heißt es, öffnet Gott dem Esel das Maul und er sagt, warum schlägst du mich? Ja. Und dann kriegt der Bileam die Augen geöffnet, dass er diesen Engel Gottes sieht und dass der Esel ihn eigentlich immer nur bewahrt hat vor dem Gerichtsschwert dieses Engels. Und da macht nochmal Gott deutlich, ich bin eigentlich nicht einverstanden, dass du diesen Weg gehst. Aber er warnt ihn nochmal und sagt, sage nur das, was ich dir sage, kein Wort anders, ich warne dich. Und so war er praktisch schon auch gebunden, sodass er seinem Geldgeber quasi nicht so nach dem Mund reden konnte, wie sich das der Balak erhofft hatte. Und dann nimmt es auch
das Zusammentreffen mit Balak. Der Bileam sieht er entgegen und der Balak kommt ihm entgegen und sagt, warum bist du nicht früher gekommen und so weiter. Und er sagt, ja, ich hatte keine Erlaubnis von Gott, aber ich kann definitiv nur das sagen, was Gott mir sagt, nichts anderes. Und er sagt, also komm, geh jetzt mal auf diesen Berg und von da verfluchst du mir dieses Volk. Dann macht er einen Termin aus und treffen und dann werden Opfer dargebracht und dann bekommt er tatsächlich eine Inspiration, einen Spruch von Gott und es kommt zur ersten Weissagung. Und die will ich kurz lesen, diese erste Weissagung, weil das ist sehr interessant, was der Balak sich erhofft und was der Bileam dann aber weissagt. Das ist nicht das, was der Balak sich erhofft hat. Also in Kapitel 23, Vers 7 bis 13, haben wir, Bileam begann seinen Spruch, aus Syrien führte Balak mich her, also aus Syrien, Moabs König von den Bergen des Ostens. Komm, verfluche Jakob für mich, ja komm, verfluche Israel. Wie kann ich fluchen, wem Gott nicht flucht? Wie soll ich drohen, wem Jahwe nicht droht? Also ein Prophet Jahwes, der Bileam, ne? Vom Gipfel der Felsen sehe ich es, ich erblicke es vom Hügel aus. Seht, ein Volk, das abgesondert wohnt. Praktisch eine Weissagung jetzt über Israel, eine Beschreibung über die Zukunft Israels. Ein Volk, das abgesondert wohnt und sich nicht zu den anderen Völkern zählt. Wer weiß die Zahl von Jakobs Staub, wer kann Israels Gewimmel ermessen? Also unzählige Schar. Den Tode aufrechten möchte ich sterben, mein Ende seitdem ihren gleich. Also sie werden praktisch das Aufrechte quasi als Vorbilder genommen, mein Ende sei wie ihr Ende, das wünscht er sich, ja. Also Balak war nicht erfreut über diese Weissagung und ist da ziemlich säuerlich und sagt, also sollst du ihn doch verfluchen, jetzt hast du ihn eher positiv geredet, wir probieren es morgen nochmal von einer anderen Stelle und dann gebe ich dir nochmal eine Chance, das Volk zu verfluchen. Und so kommt es dann am nächsten Tag an einer anderen Stelle, Vers 18 bis 24, hat er wieder einen Spruch. Bileam begann seinen Spruch, steh auf, Balak, und höre, Ben-Zippor, hör zu. Gott ist ja kein Mensch, der lügt, kein Menschensohn, der etwas bereut. Wenn er etwas sagt, dann tut er es auch. Und was er verspricht, das hält er gewiss. Tolle Einleitung. Er, also dieser Gott, wies mich an, das Volk zu segnen. Er hat gesegnet. Ich kann es nicht ändern. Er sieht nichts Böses in Jakob. Kein Unglück wird Israel treffen. Denn Jahwe, sein Gott, ist mit ihm und diesem König jubeln sie zu. Also Jahwe ist ihr König, diesem König jubeln sie zu. Gott hat sie aus Ägypten geführt, stark wie die Hörner des Wildstiers sind sie. Gegen Jakob wirkt keine Zauberei, gegen Israel hilft Wahrsagen nicht. Jetzt sagt man von ihnen, was hat Gott gewirkt? Ein Volk wie ein Löwe, der aufsteht, wie eine Löwin, die sich erhebt. Es legt sich hin, bis es Beute verzehrt und das Blut der Erschlagenen trinkt. Und der Balak ist einigermaßen frustriert und sagt, also wenn du es schon nicht verfluchen kannst, dann sollst du es wenigstens nicht segnen. Ich gebe dir nochmal einen Versuch. Dann kommt ein dritter Versuch in Kapitel 24, Vers 3 bis 9. Es spricht Bileam, der Sohn Beors, der Mann mit offenen Augen. Es spricht der, der Gottes Worte hört, der eine Schau des Allmächtigen hat, hingesunken mit entschleiertem Blick, so in Trance gefallen offenbar. Wie schön sind deine Zelte, Jakob, und deine Heime, Israel. Wie Täler ziehen sie sich hin, wie Gärten am Strom, wie Aloebäume von Jahwe gepflanzt, wie Zedern, die am Wasser stehen. Wasser strömt aus seinen Schöpfeimern und seine Saat steht gut bewässert da. Sein König wird mächtiger als Agag sein. Sein Königtum wird sich erheben. Gott hat es aus Ägypten geführt. Stark wie die Hörner des Wildstiers ist es. Seine Feinde, ganze Völker, wird es fressen und ihre Gebeine zermalmen. Seine Pfeile reißen tödliche Wunden. Es kauert, liegt da wie ein Löwe und wie eine Löwin. Wer stört es? Ja, wer dich segnet, ist gesegnet. Und wer dir flucht, ist verflucht. Das kennen wir schon aus dem abrahamitischen Bund. Ja, Segen über Abraham. Wer Abraham segnet, wird gesegnet. Wer ihn verflucht, wird verflucht. Da wurde Balak wütend. Du sagst, Hände und sagst, du liebe Zeit, was hast du jetzt gemacht? Du hast das ja gesegnet. Es kommt dann nochmal zu einem Spruch, wo Bileam dann auch die Zukunft von anderen Völkern in Blick nimmt, über Moab und dann über Amalek und die Keniter. Und
dann auch über die Küste der Kittäer, also über verschiedene Völker, was spricht. Und in diesem vierten Spruch sind auch einige Verse enthalten, die dann auf Israel und auf den Messias gehen. Es ist zwar umstritten, ob die wirklich auf Jesus gehen, aber es gibt viele Ausleger, gläubige Ausleger, die doch glauben, dass es hier auf Jesus geht. Aber es ist nicht hundertprozentig sicher, aber einige Texte schon gehen in diese Richtung. Er sagt nochmal, selbst wenn Balak mir sein Haus voll Silber und Gold geben würde, könnte ich den Befehl Jahwes nicht übertreten, um irgendetwas von mir auszutun. Ich muss das sagen, was Jahwe mir befiehlt. Also eine klare Ansage, er kann nur das weitergeben, was Jahwe ihm sagt. Pass auf, ich gehe jetzt zu meinem Volk. Vorher werde ich dir aber verkünden, was dieses Volk, deinem Volk, in Zukunft antun wird. Er begann seinen Spruch. Es spricht Bileam, der Sohn Beors, der Mann mit offenen Augen. Es spricht der, der Gottes Wort hört, der Erkenntnisse vom Höchsten hat, eine Schau des Allmächtigen, hingesunken mit entschleierndem Blick. Haben wir schon mal gehört bei der dritten Weissagung. Ich sehe ihn, das geht jetzt wahrscheinlich auf den Messias, ich sehe ihn, aber nicht jetzt. Ich schaue ihn, aber nicht nah. Ein Stern tritt aus Jakob hervor, ein Zepter, also offenbar ein König, ein Zepter, ein Herrscher, ein Zepter erhebt sich aus Israel, das die Fronten Moabs zerschmettert, das Schlachtgetümmel zerschlägt. Ja, wie gesagt, manche Ausleger sehen das in David erfüllt, der dann die Moabiter geschlagen hat. Andere denken, das geht doch auf den Messias. Es gibt verschiedene wörtliche Anklänge an andere messianische Weissagungen. Fazit, was wir hier lernen können, neben manchen interessanten Aspekten, dass es da einen Propheten außerhalb Israels gibt, der Jahwe-Prophet ist und wie Gott mit ihm umgeht und so weiter. Aber das Entscheidende, was wir lernen, ist, dass Gott kehrte den Fluch in Segen. Die Menschen hatten es böse gemeint, aber Gott kann das in Segen wenden. Und so kann auch manches, was böse gegen die Gemeinde heute gemacht wird und gehandelt wird und unternommen wird, Gott kann dieses Böse, diesen Fluch in einen Segen verwandeln. Und das ist sehr, sehr interessant. Wir singen auch hier im ICF immer wieder das Lied, dass er das Fluch in Segen verwandelt. Ja, das ist wahr. Wir kommen zum allerletzten Punkt und das sind jetzt noch 5, 6 Folien, die ich aber nur lesen werde, wir sind gleich fertig. Einfach das Inhaltsverzeichnis von 4. Buch Mose, was uns da begegnet. Wir haben diese Dreifachklärung am Sinai, die ersten 10 Kapitel. Hier ist das große Thema Ordnung durch Organisation. Zählung der wehrfähigen Männer wird alles geordnet, organisiert, die Lagerordnung der 10 Stämme, der 12 Stämme, Kapitel 2. Dann werden die Leviten gezählt und ihre Dienste genau festgelegt, welche Levitengruppe für welche Geräte zuständig ist beim Einpacken und Abtransport auf der Wüstenwanderung und so weiter. Also das ist alles genau organisiert von Gott. Dann wie das Lager reingehalten werden soll von unreinen Menschen oder auch wenn man auf Toilette muss und so, das muss man außerhalb machen. Das wird über Menschen, die sich Gott weihen, Nazireer heißen die, wenn die diesen Gelübde machen, die dürfen sich da auch nicht an Toten verunreinigen. Also wie das organisiert ist, wenn es dann doch dazu kommt und das wird dann geregelt. Der Segen Aarons wird auch dort genannt. Dann Opfergaben der Stammesfürsten werden in ihrer Ordnung aufgeführt, wie das dann in diesen 12 Tagen des Opfers der Einweihung der Stiftshütte dann gelaufen ist. Am ersten Tag dann hat dann Judah seine Opfergaben gebracht, am nächsten Tag der nächste Stamm, bis 12 Tage um waren, immer die Schlachtopfer, Sündopfer und so weiter. Dann das Ausrichten der Lampen wird geordnet, dass das Licht, dass die Beleuchtung stimmt sozusagen. Interessant, dass sich Gott um solche Details kümmert, wo der Lichtschein hinfällt. Das ist für uns heute auch ziemlich wichtig in unseren Räumlichkeiten, dass das Licht gut eingestellt ist. Sieht alles gleich besser aus. Ne? Dann die Weihe und das Dienstalter der Leviten wird festgelegt. In Kapitel 8, dann wird das erste Passafeier, wieder eine Passafeier in der Wüste gefeiert, das erste Passa. Und dann die Signale festgelegt für Aufbruch und Rast, wenn das Heerlager, also die Israeliten, weiterziehen.
Da gibt es eben die Signale durch die, durch die Wolkensäule und die Feuersäule. Und dann auch Signale für Meetings, wenn die Gesamtversammlung, Gemeindeversammlung sich trifft, wenn sich alle treffen oder wenn sich nur die Stammesfürsten bei Mose einfinden sollen und so weiter. Dann von Sinai bis Kadesh Barnea, diese Wüstenwanderung, diese 11,5 Kapitel, wo eigentlich nur einige Highlights, meist negativer Natur, gebracht werden. Der Aufbruch in Kapitel 10, vom Rest Kapitel 10, dann das Murren zu Tabera und das Gericht, was darauf folgt. Dann die Auflehnung von Miriam und Aaron und das Gericht über Miriam in Kapitel 12. Dann die Kundschafter, die ausgeschickt werden, ihren Bericht geben, dann praktisch das Volk, das Land matig machen und sie entmutigen, da loszuziehen. Und das Gericht dann darüber, Kapitel 13 und 14. Dann werden einige Gesetze für die Zukunft und Gegenwart erwähnt. Und dann kommt wieder ein Aufstand, eine größere Sache, der Aufstand der Rotte Korahs. Korah, ein Levit, der hat da einige Gesinnungsgenossen um sich gesammelt und hatte etwas dagegen, dass Mose und Aaron da so dominant sind. Und er wollte da auch mehr Verantwortung und mehr Mitspracherecht und hat da 250 Priester praktisch angestachelt, die dann auf seiner Seite waren und also Mots Lobby da hatte. Und dann praktisch wollte er da mehr Macht erzwingen gegenüber Mose. Und Gott hat da ganz gewaltig reingeschlagen und hat die Rotte Korahs, auch die 250 Priester mitsamt ihren Familien, praktisch lebendig in die Hölle fahren lassen. Da hat die Erde sich aufgetan, ein Spalt, und dann sind die praktisch abgestürzt. Ein ganz kräftiges Gerichtszeichen Gottes, das ein für alle Mal eigentlich mal vor den Augen der Israeliten deutlich gemacht wird. Ihr habt den Mose nicht zu attackieren, ja, und gegen ihn zu rebellieren. Das ist also absolute Rebellion gegen mich, und da kriegt es mit mir zu tun. Aber das ist ein ganz schreckliches Gericht, und es wird auch im Neuen Testament noch einmal erwähnt, dass das ein abschreckendes Beispiel ist, dass man sich nicht gegen die Vorgesetzten und die Führer Gottes da auflehnen darf. Dann Amtspflichten der Priester werden Kapitel 18, 19 erwähnt, verschiedene Riten, auch die Sache mit der roten Kuh, der Asche der roten Kuh für Reinigungsrituale. Dann wieder, auch Mose fehlt, er sündigt, wo er wieder Wasser hervorbringen soll durch ein Wunder, indem er mit einem Felsen jetzt spricht, nicht schlägt, sondern jetzt spricht. Das sind viele Jahre, nachdem er einmal den Felsen schlagen sollte, und da kam Wasser heraus, und jetzt soll er mit dem Felsen sprechen, damit auch Wasser herauskommt. Aber irgendwie, ich weiß nicht, was da den Mose geritten hat, irgendwie hat er da eine schwache Stunde und wahrscheinlich auch irgendwie so wütend aufgebracht wegen den ständigen Nörgeleien des Volkes. Und dann gibt er Gott nicht so die Ehre bei dieser Geschichte, sondern sagt, werden wir da Wasser euch hervorbringen können, und dann schlägt er den Felsen, statt mit ihm zu sprechen. Hält sich also nicht genau an die Anweisung Gottes und tut auch nicht Gott so in den Mittelpunkt stellen an dieser Stelle, sondern eher sich. Und das hat zur Folge, dass Gott auch für ihn ein irreversibles Gericht ausspricht und dass er nicht in das Land einziehen darf. Das hat er jetzt praktisch damit mit dieser Aktion vergeigt. Und da gibt es auch kein Zurück. Auch eine sehr traurige Sache eigentlich. Was aber auch bedeutsam ist, geistig-theologisch bedeutsam ist, weil es gibt ja diese ganz vielen Parallelen zwischen Mose und Jesus. Und Mose ist so eine große Figur, dass er bei den Juden ganz hoch auf den Sockel gestellt wird. Mose über alles fast. Aber Mose war eben auch nur ein Mensch und war fehlerhaft und hat auch Sünde und wurde auch für die Sünde bestraft. Und so wurde Mose war zwar in der Lage, Israel herauszuführen aus der Knechtschaft, aber Mose war nicht in der Lage, das Volk in die Freiheit, in das Land Kanaan hineinzuführen. Und das zeigt auch wieder die völlige Überlegenheit Jesu, dass Jesus die Menschen aus der Sünde herausführen kann, aber auch in das neue Leben und in den Dienst für Gott und in die himmlische Herrlichkeit hinüberbringt. Also der macht wirklich Mission accomplished, also wirklich sein Auftrag wirklich ganz, ganz erfüllt. Mose hat das nicht ganz erfüllen können. Das Gericht durch Giftschlangen und die Erlösung durch die eherne Schlange, was dann diese Bedeutung in Bezug zu Jesus hat, ich habe es schon erwähnt. Und dann im letzten Teil in Moab, die Vorbereitung des Einzugs, das sind noch ein paar Punkte, Bileams Auftrag, Israel zu verfluchen, in drei Kapitel, eine ziemlich umfangreiche Geschichte, die uns da gebracht wird über Bileam.
Wir haben da einiges gesehen. Dann Hurerei und Götzendienst. Mit den Verfluchungen kam er nicht durch. Und dann ist er auch abgezogen. Aber offenbar hat er, bevor dann der Bileam abgezogen ist, ohne es verflucht zu haben, hat er dem Balak noch einen Tipp gegeben. Und zwar der Tipp war folgendermaßen, er hat gesagt, also wenn ich schon nicht verfluchen kann, Folgendes kannst du machen. Wenn du diese zur Sünde verleiten kannst, dann wird sich Gott von ihnen wahrscheinlich abwenden. Und das hat er dann auch gemacht, der Balak, hat dann die moabitische Frauen zu den Israeliten geschickt und die haben dann schöne Augen gemacht und haben dann mit denen Sex gehabt und Götzendienst, Götzenfeiern veranstaltet. Und es waren ganz fürchterliche Exzesse, die da stattgefunden haben, diese Hurerei mit den Moabiterinnen. Und dieser Götzendienst, dass sich da mit ihren Religionen da eingelassen haben. Und Gott hat das ganz schrecklich bestraft. Es sind viele tausend Israeliten dann umgekommen, von Gott getötet worden, wegen dieser ganz schweren Verfehlung. Dann werden nochmal die wehrfähigen Männer gezählt als Vorbereitung, die damals noch Kinder waren, als die Kundschafter versagt haben, die unter 20 waren, Kinder und Jugendliche. Die sind jetzt alles wehrfähige Männer. Dann ein Erbrecht für die Töchter wird geordnet. Josua wird berufen als Nachfolger Moses. Und bestimmte Gesetze werden in Kapitel 28 bis 30 wiederholt. Dann kommt der Sieg über die Midianiter, Verteidigung des Ostjordanlandes unter Gad, Ruben und den halben Stamm Manasse. Dann die Liste der Lagerstätten, praktisch eine Art Reisejournal, wo Mose aufgeschrieben hat, an welchen Stationen sie waren und welche Besonderheiten manchmal an welcher Station waren, dass man einfach praktisch so einen Begriff hat, okay, das waren die Etappen in der Wüstenwanderung, wurde genau chronologisch festgehalten. Dann werden einige Verordnungen getroffen, betreffs Kanaan, wenn sie dann ins Land Kanaan ziehen, was da zu beachten ist, und noch ein Eherecht für erbberechtigte Töchter wird da noch aufgestellt. Wenn die Töchter erbberechtigt sind, dann müssen die unbedingt innerhalb ihres Stammes heiraten. Dann dürfen sie nicht jenseits der eigenen Stammeszugehörigkeit heiraten. Sonst würde das Erbe praktisch dem Stamm wegfallen. Das darf nicht sein. Also wenn die erbberechtigte Töchter sind, dann sind sie verpflichtet, innerhalb ihres Stammes zu heiraten. Das war die Sache hier in Kapitel 36. Also ein sehr vielseitiges, sehr interessantes Buch, das vierte Buch Mose. Auch ein Stück weit sehr tragisch durch die ständige Rebellion Israels und vor allem dieser negative Wendepunkt, wo sie dann nicht ins Land reinziehen konnten, sondern haben es wirklich vermasselt. Und es hat dann den Tod der ganzen erwachsenen Generation zur Folge gehabt und dass die neue Generation erst 38 Jahre später ins Land konnte. Ja, und so sind wir hier ein Riesenstück weitergegangen. Israel ist jetzt kurz vor der Landnahme und da bekommen sie noch letzte Instruktionen dann durch das fünfte Buch Mose, und Josua kommt dann danach als das Buch mit einer ganz anderen Atmosphäre. Da steht die Atmosphäre nicht auf Frustration und Depression wegen der Endlosschleife in der Wüste, bis sie alle tot sind, die Erwachsenen, sondern in Buch Josua steht dann das Zeichen auf Sieg. Ja, und da hat er einen ganz anderen Charakter. Da kommen wir dann auch irgendwann noch hin. Ja, aber das war's für heute, das vierte Buch Mose, und da ist etwas mehr Action angesagt als im dritten Buch Mose, aber manches ist auch sehr tragisch, und da sollten wir Acht geben in unserem Leben, dass wir solche Tragödien nicht erleben. Ja, dann wünsche ich noch einen schönen Abend oder wann auch immer ihr das jetzt abhört, vielleicht auch noch einen schönen Mittag dann. Okay, bis zum nächsten Mal.